Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, in unserem Vorort wollten wir weiterbauen, egal jetzt mit der Arbeitslosenproblematik hier, weil ihr seht, hier werden noch massig Einwohner gefordert. Und ja, da würde ich sagen, machen wir hier einfach mal weiter. Okay. Einfach neue Wohngebiete wieder hochziehen. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. So, die haben alle Bushaltestellen. Das ist sehr gut. Da würde ich vorschlagen, machen wir hier einfach mal weiter. Ja, ich nehme das Ganze am Stück auf. Also ganz klassisch wieder. Aber diesmal nicht an einem Sonntag, sondern an einem Pfingst. Montag tatsächlich. Und was haben sie hier abgerissen? Da möchte ich mal bitte gucken. Was haben sie da abgerissen? Durch die Straßenverbindung. Eine pfündige Bürgermeisterstatue war das, glaube ich. Okay, ja, dann passt das. Genau, weil ja, heute freier Tag und bis gestern war ich noch krank. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber mir geht es mittlerweile auch wieder ein bisschen besser, aber bis gestern war das richtig ekelhaft, ey. Weil ich hatte tatsächlich auch Schnupfen gehabt und mit dem ist nicht zu spaßen. Schnupfen bei mir ist immer übel. Aber sollte kein Thema sein, denke ich. So, und warum kommen hier keine großen Gebäude? Ah, wahrscheinlich wegen kleinen Parks oder so. Genau so. Ja, alles klar. Dann können wir hier schön weiter den Bäubetrick mal anwenden. Mein Lieblingstrick. Schau dir den an. Der Bäubetrick, ja. Ah, herrlich. Herrlich. Ja. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Eine Grundschule. Ja, gut. Ich meine. Wie sieht es denn hier aus? Gesundheit, Bildung. Oh! Oh, okay. Die Mittel, die waren auch wenig, deswegen. Okay, also verstehe ich. Verstehe ich, Leute. Bevor ich da jetzt eine neue Grundschule hochzimmer. Genau, machen wir einfach hier dann am Ende noch eine hin und dann sollte das passen, denke ich. So, und da würde ich vorschlagen, bauen wir einfach mal weiter. Aber die neuen Wohngebiete sind komischerweise nicht arbeitslos, ne? Das ist sehr merkwürdig. Aber gut. Das ist halt irgendwie diese SimCity 4-Logik, ne? Dann sind sie an einer Stelle arbeitslos und an der direkt daneben dann nicht. Das ist irgendwie komisch. Aber gut, ist halt, ja, Spiellogik, ne? Können wir direkt weitermachen hier. Jawohl. Oh, vier. Oha. Das ist zu viel von euch. Ich möchte keine Geschenkchen haben. Keine vier Stück. Drei Stück sind auch doch zu viel. Eins ist auch zu viel. Ich möchte am besten gar keine. Ja, sehr gut. Okay, genau. Aber die sind wieder arbeitslos hier, komischerweise. Okay, aber die pendeln beim Auto. Hä? Was macht ihr denn? Wo fahrt ihr denn mit dem Auto hin? Warum fahrt ihr hier? Ah, die fahren zu den Bushaltestellen und fahren dann mit dem Bus raus. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich logisch. So. Machen wir direkt mal weiter hier. Zack und zack. Sehr schön. Da oben sehe ich noch eine freie Fläche. Und ja, dann können wir mal schön hier weiter die Nachfrage generieren. Lehrpersonal nimmt Auszeit, ja. Da kümmere ich mich gleich drum. Jawohl, zack. Sehr schön. Noch einmal kurz einen Bäumetrick. So.
Hier, wunderbar. Zack, 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 zack. Und weitere Gebäude. Ja, weitere Gebäude. Schau dich das an. Dieses Wachstum. Unglaublich. Nur wegen ein paar Bäumen. Oh Mann, alle arbeitslos. Oh Hilfe. Oh Hilfe. Aber seht ihr das? Reiche Büros werden nachgefragt. Sehr schön. Das heißt, die wollen reiche Büros haben, die können sie in unserer Hauptstadt haben. Wenn wir jetzt wieder in unsere Hauptstadt springen, dann sollte hier jetzt eine Nachfrage nach reichen Gewerbebüros da sein. Sie suchen Büros. Ja, ein Zeig ist auch in der Nachfrage. Ja, seht ihr das? Ha, seht ihr das? Die Nachfrage aus unserem Vorort. Genau, und so, genau so will ich das sehen. Schaut euch das an, ja? Mach mal Jobs und Bevölkerung. Können wir die reichen Büros mal sehen, ob die noch steigen oder ob die... nicht wirklich, ne? Werden halt gefordert, wartet mal. Ich mache jetzt nochmal einen Bäumetrick hier. So, weil wenn die wirklich reiche Gewerbebüros haben wollen, dann können sie hier doch endlos viele Stellen haben. Dann können sie hier doch endlos viele ja, Gebäude haben davon. Sims absolute Hohlköpfe. Wieso das denn? Oh, guck mal. Wie? Guck mal, Bildung bitte. Oha, was ist denn hier los? Die Bildung, die ist irgendwie... Was, wie alt sind die Leute? Altersdurchschnitt. Es sind junge Menschen. Oh, und komplette Nachfrage ist wieder hier. Herstellungsindustrie. Wartet mal. Dann müssen wir hier irgendwo eine Schule aufbauen. Sind hier Wohngebiete? Mach mal Zonen, bitte. Zonen, Zonen, Zonen? Das sind Wohngebiete. Das heißt, wir können hier eine große Grundschule aufbauen. So. Genau. Ja, wunderbar. Die passt ja gut rein. Dann können wir ja hier mal gucken. Ich hoffe, dass wir die jetzt noch... Genau. Habe ich jetzt eine große weiterführende Schule gebaut? Ich habe... Nee, das war eine Grundschule. Wo habe ich die denn aufgebaut? Zonen. Ja, hier, ne? Das müsste eigentlich hier sein. Ah, hier drunter. Okay. Ja, toll. Alles verdeckt, aber gut. Nicht weiter schlimm. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen die Bildungsprobleme hier... Oh ja, Reichsgewerbebüros. Neuer Büroturm. So, Industrie. Ah, sehr schön. Schaut euch das an. Stabile Gewerbenachfrage. Okay. Bildung. Ja, wir müssen uns unbedingt um unsere Bildung kümmern. Oder einfach mal ein bisschen warten. Bisschen laufen lassen vielleicht mal. Das kann es natürlich auch sein. Warum bist du verlassen? Lange Pedalstrecke. Oh, okay. Da müssen wir dich leider abreißen. Ich meine, wir haben dich ja noch zweimal, von daher passt das. Hier dreht da auch nochmal. Okay. Oh, das sieht auch geil aus. Hier, guckt mal. Boah, das sieht richtig cool aus. Das hier. Stage 11 Diamond Building. Geil, Freunde. Das sieht geil aus. Boah, richtig schönes Big City Life hier. Das ist noch grün. Ho, richtig cool. Oh, was kommt denn da für ein Klotz? Da kommt doch ein Klotz hier. Reiche Büros, yo.
Jettison and Foxman Tower. 4000 Jobs. Mal eben so. Boah, die Lichter. Ah, das sieht geil aus. Auch hier ist so, ein grünes Licht. Was steht da? Double Tree Hotel. Ah ja. Okay. Finde ich gut. Boah, das sieht richtig geil aus. Guckt euch das an. Und ich glaube tatsächlich, dass wir ja mit der Bildung, dass wir da einfach warten müssen. Ja, schaut euch das an. Die Bildung wird schon wieder... wird schon wieder besser. Ah, das ist gut. Das ist gut. Die Bildung wird besser, Freunde. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das sieht auch stylisch aus hier. Boah. Auch noch mit lila Licht hier. Geil. PVM2. Ja, nice. Nice, nice. Und das Flughafenhotel hier, Marriott Hotel. Das hier strahlt in Blau, auch nicht schlecht. Boah, das sieht gerade... das sieht hammer aus gerade. Oh, was ist jetzt? Jetzt gehen die Lichter wieder aus? Nö, es wird noch gefordert. Warum gehen die Lichter... ah, okay. Es wird wieder Tag. Alles klar. Ich glaube, wir müssen diese Stadt einfach mal laufen lassen. Ne? Wegen der Bildung. Hier unten, was ist hier los? Warum ist das noch rot? Mach mal Altersdurchschnitt. Hä? Hauptsache, hier wird mir nichts vom Altersdurchschnitt angezeigt. Ach, weil es verlassen ist, oder was? Ja, dann schmeiß das mal weg. So. Ich glaube, das zieht nämlich auch den Landwert ein bisschen runter. So, die Bildung. Hier oben aber auch, ne? Ah, das ist neu. Okay, das ist noch ein neues Gebäude. Das hier. Die A-Buildings. Was haben wir hier für einen Altersdurchschnitt? Auch relativ jung. Okay. Nicht weiter schlimm. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich erstmal... ja, ein bisschen abwarten. Und nochmal den ein oder anderen Bäumetrick anwenden. Einfach damit wir die Nachfrage mal wieder ein bisschen pushen können. So. Ich glaube, jetzt so langsam aber sicher. Ah, guck mal, die Arbeitslosen hier sind weg. Das ist auch mal sehr gut. Industrie braucht Platz zum Wachsen. Hightech. Oh ja, Hightech. Hightech kann ich gerne machen. Das ist kein Thema. Wenn ihr Hightech haben wollt, dann gebe ich euch Hightech. Hier haben wir doch Hightech. Jede Menge Platz sogar. Sehr schön. Ne? Dann könnt ihr ja hier hinkommen. Umweltschützer. Warum das denn? Glaube ich nicht. So, Hightech kommt. Was? Aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Wie jetzt? Braucht ihr vielleicht Feuerwachen? Nö, habt ihr. Ihr habt eine normale Feuerwache. Okay. Dann mach nochmal den Bäumetrick hier, weil irgendwas muss ich doch hier tun können. So, mach mal Bäume, Bäume, Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Okay, das ist jetzt interessant. Warum wachst ihr nicht weiter? Das ist jetzt in der Tat ein bisschen merkwürdig. Obwohl ihr Hightech-Industrie offensichtlich braucht. Vielleicht Müll? Ah, okay, okay. Wir brauchen noch ein Müllkraftwerk. Alles klar, dann machen wir das. Müllkraftwerk bitte einmal hier hin.
So, wunderbar. Ja, der Müll, da sind die sehr pingelig, was das angeht. Jetzt haben wir aber ein Müllkraftwerk. Ach, verdammt. Jetzt haben wir aber ein Müllkraftwerk und das sollte das Problem lösen. So. Ja, wie die Feuerwache hier für die Kraftwerke. Genau. Und dann hoffe ich, dass die jetzt hier weiter einziehen, beziehungsweise Jobs eröffnen. Genau, wir hatten ja ein sehr kleines Müllproblem, aber ihr habt es gesehen, ne? Die Gebäude. Die haben sie tatsächlich. Oha! Ja, irgendwie fällt diese Kurve. Das ist ein bisschen merk. Ah, okay. Sie ist aber vorher angewachsen. Sehr merkwürdig. Wasserverschmutzung? Nein. Müll haben wir jetzt auch keinen mehr. Müll haben wir jetzt auch keinen mehr. Also fast keinen mehr. Sims suchen Büros? Oh ja. Okay. Aber auch Hightech-Industrie. Also von daher würde ich euch doch jetzt mal bitten hier. Ja. Welche zerlegen Wasserpumpe trocken? Dann mach doch mal hier genauso den hier. Genau, können sie sich weiter aufbauen. Habt ihr genug Feuerwachen? Habt ihr eigentlich, aber dann machen wir nochmal eine hier hin. So. Ah, meine Augen sind gerade ein bisschen trocken. So. Okay. Bisschen viel gespielt heute nach der Krankheit. Aber gut, ist halt mein Hobby. Ne? So, dann. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, muss ich sagen. Aber ist das. Habt ihr vielleicht kein Wasser oder so? Nö, Wasser ist komplett. Okay. Gut. 51, 2. Dann machen wir nochmal neue Gebiete hier. Ja, ihr rührt eurer Wasserpumpe. Also echt mal, ich reiß die jetzt gleich ab. Wo sollte ich denn überhaupt sein? Hier oben. Ja, keine Ahnung. So, dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt. Zack, 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 zack. Also normalerweise. Ja, okay, die kommen. Zwar langsamer, aber sie kommen. Das ist gut. Tak, 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 tak. Da kommen sie. Sehr schön. Oder ist hier zu viel Luftverschmutzung? Nö, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was ihr habt. Nochmal einen weiteren Bäumetrick einfach. Ah, okay, ein paar Betriebe kommen, aber nicht wirklich viele. So, ich glaube, das wollen die hier sehen, ne? Dass man hier schön einen auf Umwelt macht. So. Oh, Wasser, 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 Wasser. Strom und Wasser. Okay. Machen wir mal Ölkraftwerk. Und einmal Wasserpumpe. Am besten hier rein. So, okay. Jobs und Bevölkerung. Nochmal gucken. Ja. Es sinkt wieder. Also irgendwas ist hier faul in dieser Stadt. So, was seid ihr denn? Warum? Geringe Nachfrage. So ein Quatsch. Es wird doch Hightech-Industrie nachgefragt hier. Na, kommt mal wieder, los. So, hier, bitteschön. Bäume. Danke, Bäume, ja. Bäume. So, wunderbar. Und der Rest ist ja doch okay. Nur der Rest ist ja in Ordnung. Ein paar freie Flächen zwischen, aber das passt schon. So, genau. Schön mit vielen Bäumen hier agieren. So, dann sind wir jetzt auf dem Höchststand. Und dann würde ich sagen, speichere ich das jetzt einfach mal.
Boah, wie viel Hightech-Industrie hier noch gefragt wird. Nicht schlecht. Ich würde dann aber einfach mal vorschlagen, sollen wir jetzt hier eine Hightech-Stadt draus machen? Hightech-Industrie? Killine wird geschrubbt. Würde ich sagen, machen wir mal eine Hightech-Industrie-Stadt draus hier. Oh nein, Hightech-Industrie ist 9. Ja, 9. So. Hightech wird gerade extrem gefordert, ne? Wenn ich mir das mal so angucke. So, dann machen wir hier mal ein paar Verbindungen hin. Ich weiß, dass das jetzt natürlich bei den anderen Städten was kaputt macht, aber ist okay. So. Dann haben wir hier als allererstes ein Kraftwerk da ganz oben. Schön mit der Straße verbinden. Hier auch. Da auch. So. Dann haben wir das, Leute. Ja, ich bin noch ein bisschen verschleimt im Hals, aber mein Gott, da gehört halt meine Erkältung dazu. Was soll man da machen? Zack. Dann den Kram hier verbinden. Direkten Müllkraftwerk. Ja, das ist viel Vorbereitung immer, wenn man da jetzt eine neue Stadt aufmacht. Na komm, so, wunderbar. Okay. Und ja, liebe Freunde, da hoffe ich, dass euch das SimCity 4 Let's Play hier nach wie vor gefällt. Mir gefällt es nach wie vor sehr. Muss ich sagen, auch nach 25 Folgen noch. Es gibt immer noch viel zu entdecken, tatsächlich. Beziehungsweise eine große Herausforderung, tatsächlich, dieses Spiel. Und ist schon eine andere Art von Let's Play, muss ich sagen. Einfach so endlos hier. Endlos lange hier eine Stadt aufzubauen, das finde ich schon krass. Aber es macht Spaß, auf jeden Fall. Ich meine, dieses Projekt ist ja auch so ein bisschen spontan eingesprungen, weil ja der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Und deswegen habe ich mir spontan gedacht, so, okay, ich spiele gemütlich SimCity 4. Und guckst dann mal, wie sich das entwickelt, aber das entwickelt sich doch besser als gedacht. Also, ich hatte ja mal früher ein Let's Play gemacht von SimCity 4. Und das kam auch gut an, aber da war ich dann am Ende auch planlos von wegen Pleite und so. Und genau deswegen möchte ich das jetzt bitte nochmal vernünftig machen hier, dieses Spiel. So, 40.000. So, dann machen wir direkt hier. Zack. Genau. Kommt jetzt schon hin oder braucht ihr wieder Parks? Ihr braucht wieder Parks. Okay, dann braucht ihr halt wieder Parks. So, alles klar. Ah, dann kriegt ihr hier eure Parks. So will ich das sehen, Leute. So will ich das sehen, dass ihr hier schön eure Technologiekonzerne aufmacht. Ja, der Geldbestand, der wird gleich wieder sich füllen, denke ich. Dann brauchen wir eine Feuerwehr für die Leutchen hier so. Jawohl, da geht's direkt los hier mit dem Bauen. Schau ich das an. Ja, und noch einen schönen Bäumetrick hinterher. Also ich finde das wirklich gut, dass man hier auch so eine Handhabe hat, ne? Oder dass man das hier schön beeinflussen kann. Also viele Methoden, um hier das Wachstum nochmal zu fördern. Und die Hightech-Industrie-Nachfrage ist gedeckt. Ist das nicht geil? Doch so Bevölkerung. Jo. Und wir haben hier bis wieder 18.000. Perfekt, Freunde, perfekt. Dann schauen wir doch mal, was das auf die Hauptstadt in der Hauptstadt auslöst. Tatsächlich. Nacktpatch wird erzeugt. Ah ja. Ihr seid doch bescheuert. Leute von Maxis, ihr seid doch manchmal echt.
Kein Kommentar. So, das sind Arbeitslose, aber da kommen noch mehr Wo. Oha, oha, okay. Noch mehr Wohngebiete. Keine Arbeitslosen. Sehr gut, okay. Gut. Wie bewegt sich die Nachfrage? Die bewegt sich gerade irgendwie gar nicht, ne? Finde ich gut. Kommt sogar noch mehr dazu. Na, da wieder Arbeitslose, aber noch mehr Nachfrage. Das finde ich gerade echt passend. Wie sieht die Bildung aus? Ja, hier immer noch, ne? Hier ist immer noch irgendwie. Ach! Mach mal Zone, bitte. Diese verlassen. Ah, okay, die verlassenen Gebäude sind das. Deswegen ist die Bildung auch so kacke. Gut, dann mach das weg. Du auch. Ich mache jetzt mal. Machen wir jetzt mal die ganzen verlassenen Wohngebäude weg. So, das hier auch, bitte. Es tut mir jetzt zwar leid um die schönen Gebäude. Aber die Wohngebäude kommen ja eh nach. Was haben wir hier? Gewerbe? Nee, das ist auch Wohngebiet. Das kann weg. Das kann weg, eigentlich. Das hier auch. Wow. Okay, das ist krass. Reiche Büros, 4800 Jobs. Ja, jetzt werden wieder Büros gefordert, ne? Ist klar. Und was haben wir hier? Was ist das hier nochmal? Auch Büros. Geringe Nachfrage. Aber hey, schaut euch das an. Gebäude werden direkt nachgebaut und sind schon schicker geworden. Wartet mal, was ist jetzt mit meiner Maus hier los? Hallo? Speicher das mal bitte. Ah, okay, geht wieder. Geht wieder, alles klar. Wow, das ist schon. Ah nee, das sind Gewerbetürme. Ach krass, okay. Gut. Wir brauchen reiche Einwohner. Kommen da welche? Das sind wieder Büros. Da kommen wieder Büros, obwohl hier noch welche sind. Hallo. Naja, ist okay. Die Logik von dem Spiel ist manchmal merkwürdig. Aber ist doch okay. Guckt euch das an. Der Hauptteil der Stadt funktioniert. Ja. Das Wohngebäude hier kann weg. Mission werde ich irgendwann auch mal anfangen, tatsächlich, wenn wir da mal die Stadt vollgebaut haben. Ist das hier Gewerbe? Das sind alles Gewerbetürme. Die würde ich eigentlich gerne behalten. So, machen wir hier nochmal Bäume, 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 Bäume. Mal gucken, ob das jetzt noch was bringt. Ja, tatsächlich. Okay, wunderbar. Na, der hier, der will irgendwie nicht, ne? Der will irgendwie nicht. Blöd. Aber ist in Ordnung. Ui, was ist das denn hier Schickes? Das hier. Lexington Avenue. Sieht richtig geil aus, ey. So. HSBC, ja. Ja, das ist schon echt krass hier, muss man sagen. Guck mal, die Bildung bitte. Ah, sieht doch schon. Es bewegt sich, ne? Es bewegt sich und es geht alles in die richtige Richtung. Finde ich gut. Mal Bildung nochmal. Hier vorne. Hier sind freie Flächen? Was ist das denn hier? Warum ist hier so ein. Okay. Das geht aber gar nicht. Das sind freie Flächen. Man zieht hier ein. Was soll das? Das sind freie Flächen zur Verfügung. Okay. So, dann hier, zack. Hier auch nochmal. Hallo. Macht mal größere Gebäude hier. Ja,
Das ist so ein schickes Drachengebäude. Rising Dragon Tower. Sehr schön. Finde ich gut. Das hier muss dann leider weg, scheinbar, ne? Auch ein HSBC-Gebäude. Das muss dann leider weg. Tut mir leid. Wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr halt weg. Geht nicht anders, leider. So. Aber das passt doch jetzt mittlerweile soweit. Finanzen passen auch wunderbar. Können wir vielleicht ein paar Stadtverordnungen wieder aktivieren? Oder haben wir schon alle? Nee, haben wir nicht. Pendelverkehr und Fahrgemeinschaft. So. Stadtverordnungen. Ausgehverbot für Jugendliche. Und dann sind wir genau bei den 203.000. Ja, okay. Nee, das passt. Das passt. Ich glaube, die ganzen Verordnungen haben auch einen positiven Effekt, wie ihr seht. Und, oh Gott, wir sind schon wieder drüber mit der Folge. Krass. Okay, liebe Leute, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier da weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.